Sonne, Party, sportliche Höchstleistungen und jede Menge Unterhaltung. Das erwartete sowohl Zuschauer als auch Spieler heuer einmal mehr bei der Beach City in Zell am See, einem Beachvolleyball-Event der Sonderklasse. Beim Beachclubbing mit Modeschau oder beim chilligen Barbecue wurde gegrillt, getanzt und gefeiert, ohne natürlich den sportlichen Fokus aus den Augen zu verlieren. Bereits zum fünften Mal fand von 9. bis 11. August das Beachvolleyball-Spektakel Beach City Zell am See statt. Mehr als 60 Teams aus 6 Nationen ließen sich die einzigartige Atmosphäre im Stadtzentrum und auf den verschiedenen Sidecourts rund um den Zellersee nicht entgehen und boten den begeisterten Fans Beachvolleyball-Action der Extraklasse. Die Beach City Zell am See gilt als das größte Turnier für alle Hobby-Beachvolleyballer in Österreich und dementsprechend heiß sind alle auf diesen Titel. Vor allem auf dem einzigartigen Center Court, am Vorplatz des Ferre Porsche Kongresscenters mitten in Zell am See, spürte man dieses ganz besondere Kribbeln, das natürlich von Runde zu Runde größer wurde. Nach unzähligen spannenden und teilweise hochdramatischen Partien standen die Finalduos dann am Sonntagnachmittag endgültig fest. Und das finale Duell lautete: Elmar Rettenbacher in den orangen Trikots gegen Tatra Schneider in weiß. Es war dies ein Aufeinandertreffen von zwei befreundeten Salzburger Teams, die oft gemeinsam trainieren und sich folglich in- und auswendig kennen. Das merkte man auch vom ersten Punkt weg, denn es gab viele lange, aber hochkarätige Ballwechsel, wobei sich keines der Teams entscheidend absetzen konnte. Im Gegenteil, es dauerte nämlich nicht weniger als 50 Punkte, bis der erste Satz endlich im Trockenen war. Und zwar zugunsten des Duos Tatra Schneider. Der erste Satz geht an Tatra Schneider. Elmar Rettenbacher standen nun mit dem Rücken zur Wand, aber genau in dieser Phase packten die beiden ihr bestes Beachvolleyball aus. Und mit 21:16 stellten sie letztlich den Satzausgleich her. Der dritte und letzte Satz musste also über den Turniersieg entscheiden und die beiden Teams fighteten noch einmal um jeden einzelnen Zentimeter des Courts. Am Ende war es dann das Duo Jakob Rettenbacher und Stefan Elmer, das die Arme in die Höhe reißen konnte. Denn mit 15:12 sicherten sie sich den Titel Beach City 2013. Das ist Wahnsinn. Also am Samstag in der Früh sind wir aufgefahren. Ich habe am Freitag fast nicht schlafen können, weil ich mich jedes Jahr einfach so frei auf den Event. Das ist das beste Beachvolleyball-Turnier einfach des Jahres. So ein unglaubliches Gefühl. Die Stimmung ist wirklich einzigartig, speziell in Salzburg, sage ich mal. Aber auch in ganz Österreich gibt es nicht viele Turniere, die da mithalten können. Und deswegen ist es natürlich wirklich super, wenn man da gewinnt dann. Die Sieger waren natürlich überglücklich, aber auch die Zweitplatzierten konnten sich letztlich nichts vorwerfen. Vor dem Spiel haben wir schon gesagt, wahrscheinlich geht es 2-1 aus, ganz knapp, 15-13 im dritten Satz. Jetzt ist 15-12 im dritten Satz ausgegangen. Das Spiel kann so oder so ausgehen. Ja. Aber sie haben super gespielt, muss man sagen. Also sie haben verdient gewonnen, muss ich sagen. Passt gut. Ja. Überglückliche Gesichter sah man natürlich nicht nur bei den Herren, denn auch bei den Damen gab es mit Jennifer Rödel und Irena Santa Maria zwei strahlende Siegerinnen. Ja, mit der Tribüne, die Stimmung, ein Wahnsinn, die Moderatoren, es ist ja einmalig. Ein Traum. Ja, stimmt. Zum fünften Mal war es heuer und es ist jedes Jahr einfach immer wieder ein Highlight und ja, war voll klasse, heuer wieder dabei sein. So viel Lob von allen Seiten hören natürlich auch die Organisatoren Josef Kendelbacher und Rudi Edergern, die Beach City zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ein Beachvolleyball-Event der Extraklasse. Ja, nach 5 Jahren, Gott sei Dank, können wir sagen, jetzt haben wir eine super Basis. Dank den Sponsoren, die dieses Turnier seit 5 Jahren am Leben erhalten und auch weiter erhalten werden, Gott sei Dank, durch diese Spieler, die was jedes Jahr wiederkommen, alles geben. Das motiviert uns immer wieder und deswegen wird es auch dieses Turnier die nächsten Jahre geben. Und das sind die Sieger und das ist euer Applaus. Danke! Ja.